Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Ja, willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Resident Evil 7. Wir machen einfach dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und laden uns den aktuellen Spielstand. So, ich hoffe, ihr könnt mich hören, aber dem sollte so sein. Und das ist gut, weil es ist immer noch ein bisschen rumkämpft mit dem Computerprogramm, aber im Großen und Ganzen, wenn es mal passt, das jetzt. Beziehungsweise es sollte zumindest passen. Hier sollte es sein. So. Mir ist aufgefallen, by the way, das letzte Mal hat es nicht richtig gespeichert, weshalb wir uns nochmal hier in der Pampa befinden und den Weg zum dem komischen Haus selbst gehen, nochmal gehen müssen. Aber ich denke mal ganz ehrlich, das ist verkraftbar. Das machen wir jetzt ganz schnell. Das sollte nicht die Zeit dauern, denn da vorne ist auch schon das alte verlassene Haus, ne? Und halt mit V gibt es dann immer Spielen, weiß, wo wir gerade sind. Das haben wir aber im letzten Part schon festgestellt. Wer die noch nicht geschaut hat, sollte dies einfach nachholen. Kann dies aber auch natürlich sehr leicht nachholen. So, ja, das ist hier noch mein alter Computer. Den ich jetzt einfach die Jahre über hatte. Das heißt, dementsprechend nicht wundern, falls es ein bisschen leckt. Das liegt aber nicht unbedingt nur am Computer, by the way, sondern tatsächlich auch, da haben auch einige andere Steam-Benutzer das Problem, am Beispiel Nintendo, also jetzt von den Großen her, das ist dementsprechend ein weit verbreitetes Problem auf Steam, mit dem nicht nur ich zu tun habe, was auch immer, sondern eben auch einige andere, halt Shift hier. So, und jetzt geht das Spaß dann. Nimm es eigentlich erst los. Zumindest, wenn man was sieht. Das bei mir ganz offensichtlich nicht der Fall ist. So, hier haben wir wieder die Fliegen, die kann man schon. Die sind überall terrorisieren und stören. Hier kam das letzte Mal irgendwann ein Mensch, der vorbeiging, dann verschwand. Ja, exakt, hier haben wir den. By the way, der ist wieder da. Aber wenn wir da jetzt hinrennen, sehen wir. WTF, Digga. Da ist keiner. Und ja, so langsam. Ich meine, es ist creepy. Welche fängt da jetzt schon an? Und boah, da bewege ich mich übelst erschrecken, ich sag's euch. Ich habe jetzt schon ein verdammt mulmiges Gefühl, obwohl das Spiel noch nicht mal wirklich losgegangen ist. So, und das war die Stelle, die wir jetzt hier in 3 Minuten hingelegt haben, an der wir das letzte Mal aufgehört hatten. So, aber damit wir uns nicht so da anschein ist, dass das alles das heiße ist und ich hab Angst, werde ich jetzt im Hintergrund ein bisschen Musik spielen, copyright-freie Musik spielen, die über die Lautsprecher hören, das heißt, die hört ihr jetzt auch im Spiel selbst, aber das, denke ich mal, sollte nicht so schlimm sein. Dementsprechend hier ein ganz kurzer Cut, werde ich das einstellen. Ich hoffe, dass das auch von Lautstärke Einstellung her passt, das denke ich mal, dem ist auch so. So, I don't know. Irgendwo hier geht's jetzt weiter. Aber ich weiß nicht wo. Schauen wir doch mal, ob wir herausfinden. Es würde mal tendieren, einfach zum Haus zu gehen. Denn spätestens da werden wir vermutlich einfach mehr wissen. Würde ich mal behaupten. So, hier geht's nicht weiter. Jetzt haben wir mal hier hin. Ich
kann auch nur raten, dass es hier weitergeht. I don't know. Ist blind, ne? Ich habe mir da jetzt nicht wirklich was im Internet dazu angeschaut. Nur mal eine kleine Preview. Das hört sich nicht gesund an. Bei Computer, die gerade von das gibt. Ich hoffe, dass er nicht abstürzt. Boah. Das Ding. So, jetzt halt. Das, was ich voraussage. So, ich entschuldige die manchen Aussetzer von dem Mikro. Ich muss da es besser draufhauen. Manchmal hat es einfach so ausgerutscht, das ist nicht schön. Das ist so Mäusemelken. Aber wo zum in alles in der Welt geht das denn jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. Ah, sind wir wieder draußen, sehr gut. Dann geht's in. Nee, nicht eigentlich. Stimmt's denn hier? Wenn wir da hinten entlang gehen, kommen wir zum Haus. Und wie war es doch jetzt? Das Haus muss auf unserer linken Seite liegen, also links zu uns. Wenn ich mich recht entsinne. Da kommen wir aber weshalb auch immer, glaube ich, nicht hin. Oder doch? Nee. Also geht's doch hier weiter. Keine Ahnung, was bis jetzt erwartet. Persönlich fürchte, dass das schlimm ist. Aber ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wird der Part doch eh vor die Tonne, aber. Ich hab noch kleine Hoffnung, dass da ein bisschen was wird, wenigstens. I don't know. Das soll uns jetzt irgendwas sagen. Ah! Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Und es fängt an, creepy zu werden. Würde ich behaupten. Jetzt fängt es nämlich an lustig zu werden. Sieht so slendermäßig aus, mit dem Wassertank und allen. Was haben alle Horrorentwickler mit dem Wassertank? Uff. Uff, da ist das Haus. Da wird's krass.
Liebe Leute, das Spiel beginnt. So, das ist natürlich noch stufenweise krasser wie Slender. Aber ja, wir werden uns dem widmen. WTF. Das macht jetzt einen creepy Eindruck. Wie wir das erste Mal da reinkommen. Fuck, denke ich mir gerade einfach nur so. Ficken ist das. Ist das normal? Das sieht noch creepier aus. Oh fuck. Ich hab keine Ahnung, ob dem so gehört. So, und hier. Wird's gleich lustig. Ja, ich hätte nicht passen. So, was haben wir denn hier? Sind wir jetzt in der Küche? Sieht auf jeden Fall brandneu aus, das Haus. Das ist vollkommen eine Neuware. So, und hier gab es auch gar keine Kämpfe und gar nichts in dem Haus. Wieso mache ich das, Leute? Wieso mache ich das? Kann ich erstmal wieder sagen. Ich mag Horror eigentlich wirklich so überhaupt nicht. Trotzdem spiele ich das Kackspiel. Ich bin doch einfach nur krank. Wenigstens ist ja hier noch schön friedlich und nichts ist los. Also spiele ich wirklich so lange, bis ich zum ersten Mal verrecke. Oder es mir einfach so gruselig wird. Sag ich gleich mal mit dem draufdrücken. Ja, yeah, nice. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Laggen hier so gehört oder ob das einfach an meinem PC liegt. Was ich glaube. Es ist auf jeden Fall alles andere als schön. Nur damit ihr das mal wisst. So, aber trotzdem, hier oben ist definitiv nichts, was man gebrauchen könnte, glaube ich. Nope, so let us go up downstairs. Aber das nervt richtig, das Gelecke, ey. Naja. Oh, mein Computer dampft jetzt schon wieder. Das ist heiß. Wo geht's jetzt hier weiter? Ich kapier's nicht. Irgendwas ist hier, was es finden muss. Vermutlich ist es im fucking Keller. Oder hier? Ja. Ja, Simmel. Das ist eindeutig Haus Simmel. Und bestimmt kein guter. Und ja, es gibt gute Simmel. Und schlechte Simmel, by the way, ne? Wie war das mal alles dazulernen? So. WTF, irgendwas. Das ist auch mal eine coole Nahrungskammer. Abgesehen davon, das sieht super aus. Tolles Gewitter, by the way. Es soll es auch Gewitter der Simulation sein, überall Blut anwenden. Das ist schon leicht creepy. Und vor allem die Touren, durch die wir jetzt durchgehen werden,
die vollkommen rot ist. Aber da können wir nicht durch. Also lassen wir die geheimnisvolle rote Tür schön in Ruhe und gehen unsere eigenen Wege. But I have no idea where to go. Aber wer weiß, ne? Vielleicht finden wir es raus. Ich hab keine Ahnung. Also mit der Musik ist nur ein Testpartner. Wenn es heiße ist, mache ich das nächste Mal nicht mehr. Ich hab keine Ahnung. So, schauen wir doch jetzt einfach mal um, was sonst noch hier so im Haus gibt. Vielmehr möchte ich in dem Part auch erst nicht mehr machen, als einfach ein bisschen das Haus anschauen. Riesiges Abenteuer stürzt, tun wir uns dann eben im nächsten Part, den wird auch lässt, ey. Ich kann nicht länger als 10 Minuten am Stück irgendwie spielen, sonst wird mir es lässt. Viertelstunde oder so, das geht nicht. So, hier kommen wir her. Ja, Markierungen sind, wie ihr vielleicht schon wisst, ist überhaupt nicht gut. Das wird dann gerade bei sowas hier richtig lustig. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Ich dachte, ich habe irgendwas gesehen. Dann so. Müssen wir mal schauen, wie es jetzt hier tatsächlich weitergeht. Ah, da ist eine Tür, die ist verriegelt. Und die können wir nicht kaputt machen, würde ich mal behaupten. Zumindest habe ich keine Ahnung wie. So, genug an diesem Creepy House umgeschaut ist für heute mit SLS Day. Liebe Leute, bedanke mich fürs Zuschauen für den Part. Falls es gefällt und ich weiter den Mist spielen muss. Wobei Mist ist relativ gesagt, weil es ist ein sehr geiles Spiel. Dann schreibt es in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.